Dass ich mich halt immer erst fünfmal im Kreis drehen muss, bis ich an dieser Position bin, wo es sich lohnt, diese Controls wieder zurückzusetzen. Oh, wie kann das so bad sein, einfach? Fuck, so. Ich meine, ich habe nicht ohne Grund ein T-Shirt, auf dem steht Zelda ist the coolest guy in Hyrule. Also von daher... Just saying. Okay. So, wie mache ich diesen Schalter an? Kann ich einfach meinen Dings da durchschießen? Anscheinend nein. Was sehe ich nicht? Was sehe ich hier gerade nicht? Ich würde jetzt spontan sagen, hier muss ich irgendwo einen Schalter umlegen, damit diese Tür aufgeht, ich den Dings anmache und dann wacht der Dude da unten auf, dann muss ich den bekämpfen, dann komme ich durch die Tür. Das ist jetzt meine Schätzung. Funktioniert die Schleuder? Ah, das gibt's doch nicht. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich hätte jetzt gedacht, dass diese Tür einfach eine unsichtbare Wand ist, wo du dann halt sowieso nicht durchschießen kannst. Aber gut. Ha!
Da, 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 da. Cool. Ich meine, rein theoretisch. Ist es ja nicht verkehrt, Nintendo als Indie-Firma zu bezeichnen. Schließlich sind die ein Independent Publisher. Die publishen immerhin ihren Kram selbst. Das heißt, wenn man jetzt mal so guckt, was Indie-Publisher eigentlich bedeutet, ist es ja gar nicht so verkehrt zu sagen, Nintendo ist ein Indie, ist eine Indie-Firma. Okay, so ungewohnt, dass ich einfach auf den Schalter stellen, also mich stellen kann und es funktioniert. Das kann ich noch nicht wegmachen. Relativ schade, aber was soll's. Okay, roll halt einfach ins nächste Jahrtausend. Auch komplett in Ordnung. Oh, ist das dein Ernst, Alter? Come on, dude. Was ist das für ein Scheiß schon wieder? Roll doch einfach die fucking Bombe geradeaus, Mann. Gott. Wie komme ich darüber? Ich hätte es gedacht eigentlich, dass ich mit dem Staubsauger einfach irgendwie den ganzen Sand einfach wegmachen kann. Dann kann ich da durchlaufen, aber das ist ja irgendwie nicht so. Nicht so der Fall. Hm. Nicht weg. Na, was soll's. Man kann Nintendo halt einfach zumindest zugute halten, dass einmal Games ihr Kerngeschäft sind und dass halt sie auch echt gute Spiele machen können. Das Problem ist halt, dass sie dann auch mal Spiele machen müssen. Und wenn sie halt einfach so einen Mega-Erfolg haben, wie halt die Switch oder die Wii, dann hören sie halt einfach auf, Spiele zu machen, weil sie ja keine Spiele mehr machen müssen. Deswegen ist die Wii U, finde ich, eine wesentlich bessere Konsole als die Switch, weil die Wii U wenigstens Spiele hatte, Alter. Ich bin mir schon wieder nicht sicher, was ich machen muss. Ich meine, die Wii U hatte halt keinen Third-Party-Support. Einfach so gar keinen einfach. Da war es halt echt an Nintendo. Und ich finde so, da gab es dann halt auch irgendwie so ein, zwei Jahre so kaum Spiele, aber so gegen Ende, so in dem letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, kam eigentlich okay viel raus dafür, dass sie die Konsole halt eigentlich auch nicht mehr supporten wollten.
und eigentlich schon alles für die Switch vorbereitet haben. Das erste Jahr der Switch war ja auch mega insane, aber danach gab es halt so einen krassen Drop-off an Titeln, die irgendwie krass sind. Keine Ahnung, finde ich halt super schade irgendwie. Mac Bödefeld, danke für deinen Sub. Okay, irgendwer soll mir mal sagen, was ich machen muss. Ich weiß es nicht. Ich muss ja anscheinend irgendwie darüber. Ah, okay. Kann ich da einfach rüberlaufen? Mega witzig. Sehe ich jetzt erst. Ah, ihr Scherzkekse, Alter. Da will ich mir schon mal helfen lassen und dann helfe ich mir einfach selber. Kann ich da durch? Nein. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht sterben. So, okay. Ach, come on, wegen so einem kleinen Ding da unten. Ha, hier ist das, was ich dachte. Also ich habe halt letztens irgendwo mal so einen Vergleich gesehen von wegen, wie weit war die Wii U zu der Zeit, wo die Switch gerade ist? Und was ist, hat die Switch so im Vergleich? Und die Wii U hatte halt einfach so einen kompletten Virtual Console Store. Sie hatten halt Netflix und Hulu und den ganzen Kram. Sie hatten, Folder, Ordner. Also die Wii U hatte echt eine ganze Menge mehr, als die Switch dieser Zeit hatte. Und so von der Technik des OS ist halt das OS immer noch so auf dem Stand von 2017, Alter.
Nee, die Wii U hat sich nicht verkauft. Ich glaube, die hat sich irgendwie nur 12 Millionen Mal insgesamt verkauft. Und so viel hat sich die Switch bereits im ersten Jahr einfach verkauft. Das heißt, die Switch ist definitiv die erfolgreichere Konsole, was aber halt auch darin endet, dass Nintendo es halt einfach... Die müssen sich ja halt keine Mühe geben, einfach. Die haben ihr Geld gemacht. Und das war's. So, mehr brauchen die halt nicht. Die müssen halt keine Spiele machen, die müssen halt eigentlich keine großartigen neuen Konsolen-Upgrades machen, weil die Konsole verkauft sich ja ohne Ende. Das Problem ist da halt nur einfach, warte mal, wie funktioniert das? Ach, die muss ich wahrscheinlich mit dem Dings fangen, oder? Aha, na bitte. Sick! Also ja, mit der Wii U haben sie auf jeden Fall noch versucht, irgendwie so ein bisschen die Gunst der ganzen Leute zu gewinnen. Und so im ersten Jahr der Switch, wo sie alle nicht wussten, ob das überhaupt ein Erfolg wird, haben sie es halt auch noch versucht. Das zweite Jahr war noch okay und dann haben sie halt gesehen, oh, die Switch verkauft sich einfach 80 Trilliarden Mal pro Monat. Eigentlich müssen wir uns keine Mühe mehr geben. Und dann kam halt noch Animal Crossing, was sich dann halt auch 90 Milliarden Mal verkauft hat und dann war halt Feierabend, so dann hieß es Port Heaven und Low Effort Games und vielleicht so ein Heavy Hitter pro Jahr und das muss dann reichen. Ich finde leider auch, Corona ist keine so krasse Entschuldigung mehr, jetzt bald 2 Jahre, wo es das gibt. Halt, andere Firmen kriegen es ja auch in ihren Kram zu releasen. Und wie kann es dann sein, dass so eine Multimilliarden-Dollar-Firma wie Nintendo es halt einfach nicht schafft, so. Es ist halt, Sony und Microsoft haben 2 Konsolen-Releases hingelegt in der Zeit und schaffen es ja auch, Spiele irgendwie auf ihre Konsolen zu bekommen. Also ich habe jetzt in den letzten bestimmt 12 Monaten öfter meine PlayStation angemacht als meine Switch. Einfach weil es auf der PlayStation konstant irgendwelche neuen Sachen gibt. Und auf der Switch interessiert mich halt nur das, was Nintendo bringt. Und Nintendo bringt halt nichts. Entsprechend habe ich halt so dieses Jahr, glaube ich, Pokémon Snap gespielt und das hier. Und das ist so das Einzige, was ich auf dieser Konsole angemacht habe. Und das finde ich halt super traurig einfach. Vor allem, weil es einfach potenziell so viele Franchises gibt, die sie haben, die sie halt einfach nutzen könnten, womit sie irgendwas machen könnten, aber halt einfach nichts machen. Und die versauern halt einen einfach im Nichts und gammeln da halt einfach rum. So ein Donkey Kong hat sein 40. Jubiläum, 35. 40. keine Ahnung. Nichts hörst du von denen. Auch das Gerücht, dass da irgendwie ein neues Spiel in Arbeit sein soll, cool, kam auch nichts zu. Halt, F-Zero, irgendwas mit Motion Controls, könnte man da machen, wenn sie schon so scharf drauf sind. Hörst du auch nichts von. Keine Ahnung, es ist halt einfach so, ugh. Also wie gesagt, Corona ist eine akzeptable Entschuldigung, aber halt im Vergleich zu Microsoft und Sony steckt Nintendo einfach krass ein. Also es ist halt...
Ja, dann kommt diese ganze Joy-Con-Drift-Geschichte mit dazu. Dass sie da halt auch einfach nichts unternehmen oder einfach mal sagen, hey, okay, wir haben die Joy-Cons geupdatet. Heimlich, so. Die machen ja gar nichts dagegen. Sie tun ja einfach so, als ob dieses Problem gar nicht existieren würde. Oder halt auch zum 35. Zelda-Jubiläum, dass sie halt einfach nur Skyward Sword bringen. Und sonst halt nichts so. So ein total weirder Move irgendwie. Gott. Wäre geil, wenn der OLED ein Stück Pappe beiliegt mit der Anleitung, wie man den Drift behebt. Ist dann einfach Nintendo Labo Driftbehebung. Siehe zu, wie es passiert. Krass. Los geht's. Hey Berserker. Grüße an dich zurück. Einen schönen Urlaub dir.
Ich meine, um die Joy-Cons aufzuschrauben, brauchst du halt so ein Dreier-Schraubenzieher. Und das ist halt so Stuff, was du in jedem 10-Euro-Schraubenzieher-Set drin hast. Daher, ist jetzt nicht so das Strangeste und das Unschaffbarste. Ah, come on. Die animierten Emotes konnte ich zusätzlich hinzufügen, da musste ich nichts ersetzen. Machen. Das sieht mir sehr unsicher aus. Oh, sehr gut. Danke für den Hinweis. Also ich sage, das Stream Deck ist dead on arrival. Das ist mir tut. Ich sehe da keinen krassen Erfolg drin, leider. Schieß halt den roten Rubin einfach in die Leere. Das ist total in Ordnung. Okay.
Der Witz ist halt, dass der Steam-Controller tatsächlich gar nicht so kacke ist eigentlich. Wenn der halt so ein Re-Release bekommen würde, wäre das halt voll der gute Controller. Aber hat er halt nie bekommen. Und das finde ich voll schade. Genauso wie halt auch die Index Knuckle Controller einfach nie ein Re-Release bekommen haben. Weil die halt auch so ein bisschen schäbig sind eigentlich. Und entsprechend habe ich halt auch relativ niedrige Hoffnung, dass bei dem Steam Deck da alles richtig krass gut laufen wird. Weil, da wird auch irgendwas sein, was halt super nervt. Was es super unnötig einfach ist, dass das nicht funktioniert. Und das wird einfach dann nie behoben werden. Das ist halt wieder so ein One-and-Done-Valve-Ding. Das finde ich halt voll schade. Ah, ich verstehe, was ich machen muss. Okay, warte. Oh, ich habe das doch richtig gemacht. Okay. Hoffe ich. Haha, na bitte. Voll gut. Sehr schön. Sollte man einfach einschmelzen und einfach reich werden. So, irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Ich habe keine Ahnung, welche. Ich schätze mal die da. Hey, Gunny. Ist halt nur nicht. Wo ist die? Da irgendwo? Also theoretisch müsste da ja irgendwo eine Tür sein. Aber da ist keine. Ja.
Oder doch, da ist eine. Aha. Gott, das war doch schon wieder nichts. Meine fucking Fresse, Alter. Ich glaube, genau deswegen steht da so ein scheiß Speicherpunkt. Gute Nacht, Stella. Schlaf gut. Kann ich das so aktivieren? Ah, sehr gut. Ey, auf YouTube hat einfach irgendwer so ein Virtual Boy gebaut, aber mit einem eigenständigen Display. Und das finde ich voll cool. Und so ein Ding hätte ich auch gerne, aber das ist, glaube ich, echt ultra schwierig zu bauen. Nice.
verdammt. Ah, verdammt. Fix mal die Herzen aufladen. Hey Kirito. So viele GGs, Alter. Ach, ich finde schon, ich habe das ziemlich okay gemacht. Nicht perfekt, aber ganz okay. Ta-da-da-da! Das hier sieht aus, als ob das noch ein ziemlich interessantes Puzzle sein könnte. Aber naja. Die erste Herzleiste ist komplett. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Bonk. Hübsch. Hübsch. Hmm.
Zelda, schnell! Ins Portal! Donk! Nimm dies! Du wirst es benötigen! Behalt euch! Das ist schon eine ziemlich coole Szene. Long. Ich bringe sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. Long. Du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt. Wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Versprochen. Ach, Long. Ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Für diese Unverschämtheit wirst du dir eigentlich... Eigentlich hast du dir dafür eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir... Nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aurasuche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du sollst die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Fetzt. So. Und dann noch... Cool. Tada! So. Nur ein paar Ameisen. Ich meine, das ist auch okay, aber... Und noch mehr Ameisen. Okay. Du warst da drin? Was sagst du? Gibt es einen weiteren Geheimgang? Ach, das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen, doch dann hörte ich Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen. Und danach will ich zum Siegelhain. Ich habe zu tun. Okay, cool. Dann let's go, I guess. Ja. Der Siegelhain war... Wo ist der eigentlich? Wissen wir das? Da, wo die Oma ist, okay. Hey Sarah und bye Sarah.
Donk, Hilfe! Aua, 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 aua! Mir tut alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Long? Wow! Was waren das für winzige Vögel? Und was? Was ist das da? Aber wie? Wer? Wieso? Wo? Wo bin ich hier? Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Weißt du es? Ist Zelda hier? Unter den Wolken sollte doch gar nicht sein. Oder wie war das? Link macht erstmal Interpretationstanz. So wie es sich gehört. So ganz komme ich nicht mit bei dem, was du da erzählst. Ist Zelda nun in Sicherheit, oder was? Gut. Sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Das ist gut. So ein Glück. So, Long. Ist eigentlich ganz nett. Es wird nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich dieses Land Badonien. Was sagst du da, Long? Du meinst also, dass diese alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo Zelda sich aufhält? Alles klar, Long. Du hast einen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Von jetzt ab werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenhort zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten und sie wird Ja sagen und wir werden für immer glücklich sein. Du musst dir also gar keine Hoffnung mehr machen. Ich gehe dann gleich mal zu der alten Frau. Bye. Viel Spaß noch im Leben. Donk. Oh Mann. Was soll das denn heißen? Na los, sag das nochmal. Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Die Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn. Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum sonst sollte ich hier sein, hä? Wer soll denn sonst helfen? Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder. Natürlich kannst nur du allein Zelda retten. Ja klar. Long. Lächerlich. Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Long, hast du Zelda gefunden? Und sie hast du also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Und ihre Bestimmung zu erfüllen. Und um ihre Bestimmung... Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen ist, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lira, die Zelda dir gegeben hat.
Du musst ihre Kraft, dir ihre Kraft, Kraft zunutze machen. Also Long, hast du schon versucht, die Lira zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zuerst solltest du X drücken, um die Lira in die Hand zu nehmen. Sehr schön gespielt. Machen wir weiter. Versuche jetzt im selben Rhythmus wie dieser Lichtkreis zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Dieses Lied wird dir auf deiner Reise nützlich sein. So immersiv, ja, gerade, dass ich so ausholen muss, um das Ding zu spielen. Total immersiv, Mann. Da, 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 da. Sehr futuristisch. Die Lira, die du da hast. Das ist die Lira der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Deswegen ist es die Lira der Göttin, weil es einst der Göttin gehörte. Sie beherrschte dieses Land und es war ihre Lira. Die Lira der Göttin. Und dann kommt Fei und sagt: Meister, ich kann mit 99%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass diese Lira einst der Göttin gehörte. Und nun gehört sie dir. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art. Die einzige Verbindung zu dieser Welt und zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Long, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Du wurdest dazu von der Göttin auserwählt. Doch zuerst... Boss Battle. Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde, aber dass das Siegel so schnell nachgibt... Wir reden später, Long. Du musst schnell nach draußen, auf den Grund des Siegelhains. Ach, ist doch Zeit. Oder auch nicht. Okay, ich gehe ja schon. Janis, danke für 100 Bits. Was ist das? Die Erde! Sie bebt! Aha, ein Erdbeben? Long, schnell, zum Siegelstein in der Mitte des Hains! Wer weiß, wann das Böse erwacht? Du musst dich beeilen! Halt, das Design ist so halt relativ sick eigentlich. Sieht halt evil ohne Ende aus. Und hast du einen
einfach diese dummen Füße, Alter. Diese scheiß Clownsfüße, Mann. Es ist halt... Ist halt einfach, weißt du? Schon ein bisschen witzig eigentlich. Ich meine, er wurde verbannt wegen seinen Füßen, weil die einfach so mega witzig aussehen. Ah ne, warte, ich weiß. Oder? Ah, okay. I get it. Puh. Ah, come on, dude. Step on me, Verbannter. Ah. Okay. Nice. Dass sie uns ein Herz geben, finde ich echt lieb. Au. Oh mein Gott, er hief einfach seinen Fuß hinterher. Das ist sad irgendwo. Ich bin fast ein bisschen leid eigentlich. Nein. Was für ein krasser Bosskampf. Ein Glück müssen wir das nie wieder machen.
Los, Long! Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein! Schnell! Muss ich das ansonsten alles nochmal machen? Ja, ach du Scheiße. Okay, das ist cool. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Für den Skyward Sword Spin-Off, in dem Bardo der Hauptcharakter ist. Wann passiert das? Oh. Sehr gut, Long. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er immer wieder versuchen, auszubrechen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Diese Bestie ist der Verbannte. Ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer. Die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Long. Es gibt viel zu bereden. Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen. Und es sieht wie ein ganz gewöhnlicher Stein aus. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Phyrone, der Vulkan Eldin und die Wüste Ranel. Du musst an diesen Orten die verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert mit ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mache dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Liedes kennt. Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat da wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, dass auch du eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hast. Geh nun, Long. Um Zelda zu retten, musst du dein Schicksal vertrauen. So, das probieren wir gerade mal aus, ob das wirklich stimmt. Wow, sie hat einfach recht. Das glaube ich nicht. Mein Schwert ist einfach echt nicht stark genug. Was zur Hölle? Nichts habe ich tun können. Einfach gar nichts.
Wie? Was? Ich bin einfach zu nichts zu gebrauchen. Ach man. Schade, hätte ja klappen können. Oder warte. Oder auch nicht. Ach. Ach. Ach man, alles doof. Alles doof. Der arme Dude. Wozu braucht man die Insekten, sehe ich da? Zum Upgraden deiner Items. Jetzt weiß ich endlich, was es damit auf sich hat. Hier gibt es sehr viele Falter, die auf schöne Klänge reagieren. Hier muss etwas sein, da bin ich mir ganz sicher. Leider verstehe ich selbst überhaupt nichts von Musik. Und dabei bräuchte ich jetzt wirklich ein paar schöne Klänge. Ja, vielleicht kann ich da helfen. Boing. Man sieht sich. Sieh an. Das muss einer der sprechenden Statuen sein, von denen die alten Schriften berichten. Ihr Mythensteine ziehen Schmetterlinge magisch an. Ertönt dort, wo die Schmetterlinge fliegen, eine wundervolle Melodie, dann boing. Es ist tatsächlich so, wie die in alten Schriften beschrieben wird. Sie sprechen wirklich. Damit bin ich mit dem Rätsel der sprechenden Steine ein gutes Stück weitergekommen. Nun fehlen nur noch die Wände der Göttin. Die sollten auch hier irgendwo in der Gegend zu finden sein. So, es scheint so, als ob meine Joy-Cons langsam den Geist aufgeben. Da ist das doch ein richtig guter Zeitpunkt, um zu speichern und erstmal Feierabend zu machen. Daher danke ich dann hier fürs Zuschauen und hier geht's dann morgen, schätze ich mal, weiter oder übermorgen, je nachdem, wie weit ich mit meinem Zusammenbauen da endlich mal komme.